So, und damit herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja. Ja, Professor Hagrid. Servus. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut, Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Ja. So, also ich meine es zu wissen. Gekreuzte So. Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Ja. Ist hier nichts? Ne? Ne? Hätte ja sein können. Und ein Zettel. Schön, 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 schön. Schon wieder! Reflexion hat mir der Spaten erlaubt, in jener Schüssel, aus der ich streckte, mein Haupt. Solange es bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir das Tauchen in den jungen Studenten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves. Ich bin spät dran. Diese Peeves, den haben wir gesehen. Der sieht echt dumm aus. Eine Falle mich locken in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu. Ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui! Das zahle ich dir heim. Oh Mann. Also wenn die Monster ihn nicht umbringen werden, dann würde es fies sein. Das ist ein doofer Drummelaber. Eine Toilette und noch eine Toilette und... Oh ja. Also, sowas stelle ich mir auch immer richtig lecker vor. Das ist da, wenn alle hier, was wir sehen, hier so richtig schön ihn abseilen, ne? Richtig schön rausdrücken aus ihr ganzes Leib, ihr ganzes wohlbehabenes Essen. Und du sitzt denn da und isst so ein Stück Erdbeertorte. Ach, ey Leute, das ist doch so lecker. Alter, Alter. Das ist wirklich, ey. Oh, was haben wir hier? Okay, mal wenigstens ein bisschen Geld. Meine Güte, ist ja ekelhaft. Ist hier noch was? Ne? Ja. Ich glaube, hier müsste noch was sein, oder? Ohne. Wirklich, ey. Oh, dann gehen wir mal weiter. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Wie war das denn? Ne, wie war das mal? Hab ich das? Hab ich den Zauber überhaupt schon? Ne, ich glaub, den hab ich noch nicht. Oder? Warte mal. Levioso. Doch, hab ich Levioso. So. Kann ich dir helfen? Sebastian meint, ich soll mit dir über einen Club sprechen. Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ich hab wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben?
Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ja, Duelle sind ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du eine Partnerin mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ja, klar. Lass mich antreten. Fantastisch! Möge das Feuerwerk beginnen! Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Meinst du? Ja, ja. Nur nicht zu laut. Expulso. Leviosa. Ah, das war's mit meiner Bitte. Ja, Sebastian brauchte gar nichts machen. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse, ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ja, wunderbar gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. War ja so schwer. Ja. Also was? Hallo Lugan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Mein Gott, ja. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor sonst hätte ich doch nicht danach gefragt, Mann. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Okay. Oh mein Gott. Sehr gut gemacht. Sehr schön. Ausgezeichnet. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du eine furchterregende Gegnerin. Ja. Hallo Lugan. Steht die nächste Runde der gekreuzten Stäbe schon? Aber natürlich! Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Ich bin bereit. Los geht's. Großartig! Trittst du mit deinem Partner an? Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Verzeihung im Voraus. Das ist eine Frau. Das ist Mädel. Okay. Der hatte. Das hatte. Ja, gut. Kannst tut mir leid, ich muss mich jetzt mal nur um einen kümmern. Dann bin ich auf beide kümmern. Also so man nun mal nicht, ne? Ah, das war's mit meiner Wette. Starke Treffer in dieser Runde. Bravo! Ich habe alles gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Mhm.
In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Koboldsteine. Aufgabe erledigt. Gut, dann wollen wir mal weiterhin hier. Ja, hast du verkackt, wa? Autogramm gibt später. Jetzt ne. Ich finde das, ey, ich kann nicht anders. Ich muss das immer wieder sagen. Die Grafik. So diese Details von den Mauern und so. Ja gut. So drehen. Ne? Warte mal. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich in ihren Bemühungen waren. Reden Sie mal nicht so viel. Ich bin gleich bei Ihnen. So, jetzt. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Das sieht ja so kompliziert aus, das ist einfach nur ein Dreieck. Naja, nicht ganz, aber nein. Sehr schön. Wunderschön. Toll. Incendio. Hab ich schon. Gut gemacht. Üben Sie gerne im Klassenzimmer, bevor Sie gehen. Ich habe ein paar Ziele für Sie aufgestellt. Incendio. Incendio. Sie werden besser. Bleiben Sie dran und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Ja, dann wollen wir mal. Guten Tag, der Herr. Jetzt heißt es wieder warten. Kann ich den schon mitnehmen? Ah ne, ist ja noch nie, oder? Ja? Ne, ich glaube, nee, das ist noch nicht. Das war noch nie. Na, dann warten wir. Ah, da sind sie ja. Ich war die ganze Zeit hier. Wo warst du? Hallo, Sir.
Es freut Sie sicher, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, wie Ihre Schülerin. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro. 5 Minuten. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Ja, dann mach mal. Ich glaube, ich hatte hier auch irgendwie schon mal irgendwie... Oder wo waren wir? Nee, da. Kommentar. Nee. Sammel? Nee. Herausforderung? Ja, Herausforderung. Dann nehmen wir den Schal mit, dann nehmen wir die hässliche, lächerliche Pille noch mit. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Hat er das? Man weiß es nicht, hm? Man weiß es nicht. So. Die Herausforderung hatte ich alle schon, ne? Sammlung. Ja, okay, das ist ja. Ist ja so ein Blödsinn. Okay, da habe ich gar nichts. Schalz, die sind alle so. Auch hier die ganzen. Mäntel, was ist das denn? Okay, der einzige Mantel, der einigermaßen nur jedoch sieht, ist der. Azkaban. Azkaban. Machen wir so ein Insasse. Ja, toll. Er wollte nicht schon immer so eine Klamotte haben. Ein Azkaban. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Nein. Alles irgendwie so schrullig aus. Ja, warte. Hat wenigstens noch ein bisschen Stil. Sieht wenigstens irgendwo noch vielleicht ein bisschen gut aus. Haben wir dann auch eine schöne Mütze noch. Das sind alle so hässlich. Ach du meine Güte. Ach. Das sieht ja aus wie ein Kerl. Nee. So. Aufträge. Okay, aber jetzt halt noch diese Aufträge. Ja, gut. Na, dann laufen wir mal weiter. Ich weiß nicht. Also, so eine Azkaban-Gefängnisinsassen-Klamotten. Weiß ich nicht, warum man das jetzt hier mit drin gemacht hat. Denn. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Also, so eine zerrissenen, ekelhaften Lumpen. Naja. Na gut, Sebastian. Hello. Sebastian, da bist du. Da bist du ja. Du hast mir eine Erklärung für den Vorfall in den 3 Besen versprochen. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler.
Was hat es damit auf sich? Ich bin mir nicht sicher. Wow. Ich bin ihm nie begegnet. Vielleicht verwechselt er mich mit jemandem. Wenn du meinst, ich will dir nicht auf den Pelz rücken, aber irgendwann musst du mir sagen, was los ist. Du könntest mich brauchen. Und warum hast du mich gesucht? Ich muss etwas für Professor Fig finden, aber es ist in der verbotenen Abteilung. Kann er es nicht selbst holen? Er wurde im letzten Moment von Black wegbeordert. Ich könnte warten, bis ich wieder von ihm höre, aber... Du willst Initiative zeigen. Genau. Du sagtest, man müsse nur schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Alles klar. Danke, Sebastian. Bis später dann. Bis später, Sebastian. Dachte... Ah, okay. Ja, dann machen wir das jetzt. Okay, dann legen wir jetzt los. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Ich kann leise sein. Na los. Einen Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich wirklich unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Na dann probieren wir unseren nächsten Zauber, ne? Ja, toll. So. Hallo? Oh Gott. So. Ja, ich weiß wieder dich. Niemand darf uns sehen. Ja, ich weiß Bescheid. Niemand darf uns sehen. Mein Gott. Die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Gute. Du lenkst ab, ich hol den Schlüssel. Verstanden. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Der Schlüssel. Hier ist er. Ja. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich nur das Buch finden. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Ach, wirklich? Ach, ja, was für ein alter Spruch. Meine mein lieber Herr Gesandter. Geist, sei vorsichtig.
Geh da hin. Ja. So. Die Luft ist jetzt. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Revelio. Weil Mary alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Hat die Schulheilerin Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch raus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Geheimnisse der dunkelsten Künste. Beeindruckend. Ja, ne? Extrem beeindruckend. Zauberstab hin. Jetzt muss ich das da wieder reparieren. Okay. Ja. Repar. Ja, reparier doch mal. Wen haben wir hier? Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollen. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag das es. Das verrate ich. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ja, ich auch. Reparo. Revelio. Sind wir noch irgendwas? Nee. Oh Gott, man kriegt einen Drehbogen. Natürlich, Spuren alter Magie. Dieser Raum verbirgt noch etwas. Naja, der verbirgt einiges. Der verbirgt so einiges. So, neuer Handschuh. Schön. Mal gucken. Rot. Grün. Okay, die gehen einigermaßen. Neuer Hut. Passt sogar auch irgendwie. Passt sogar. Aber ne, sieht doof aus. So. Inventar. Okay, das sind irgendwelche Zettel, Aufträge. Nee, Accessoires. Okay. Ja, das hat auf jeden Fall was. Das sieht, ja, das hier sieht auf jeden Fall um einiges besser aus als das andere. Schick. Ja, nehmen wir auf jeden Fall. So. Was ist das? So, Leute. Und ich würde sagen, da gehen wir dann das nächste Mal hinein. Ne? Und ich hoffe, dieses Let's Play hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.